Willkommen, Heike. Hi. Heike Maurer. Hi. Liebe Zuschauer, Heike Maurer, ZDF-Lottofee. Prominent geworden nach Hunderten von Sendungen. Ich dachte nach 100 Jahren. Und Moderatorin. Willkommen hier. Wir sind heute auf Mallorca im wunderschönen Hafen von Puerto Portals. Tolles Ding, bist du öfter hier in Puerto Portals? Nicht so oft. Ich bin mehr hinter den Bergen bei den Sieben Zwergen. Und was heißt das genau? Wo das wohnst du hier? Du wohnst fest auf der Insel, ja? Ja, das ist im Tramontana-Gebirge. Das ist irgendwie wunderschön. Also, ich habe mich wirklich daran gewöhnt, hier im Dorf zu leben. Ja. Also, natürlich wüssten, wenn die Stadtväter hören würden, dass ich Dorf sage, wäre das nicht korrekt, aber es ist eigentlich ein Dorf. Also, ich habe gefragt, wo wohnst du? Und du hast gesagt, ja, im Tramontana-Gebirge. Da gibt es etwa 50, 60 Ortschaften. Ich akzeptiere, du willst nicht sagen, wo. Aber das lassen wir jetzt mal so stehen. Na. So, jetzt machen wir eine kleine Retro-Tour. Fahren mal durch den Hafen. Wir haben Angurten. Die besten Voraussetzungen für Retro-Touren. Ne? Ja, Angurten, da bist du schon. Ja, perfekt. Ich bin schnell. Hi, Heike. Die meisten Zuschauer kennen dich ja natürlich nach den Hunderten von Sendungen, in denen du eben live dabei warst, wenn beim Mittwochslotto die Kugeln rollten. Aber angefangen hat es ganz anders. Du bist ja als Fotomodell in deine Karriere gestartet. Genau, als Fotomodell. Und dann habe ich die klassische Fernsehkarriere angefangen über Wetterfee. Wetterfee ist immer ein guter Anfang. Und, aber das hast du noch beim HR gemacht. Ja, genau. Und dann hat das ZDF mich gerufen und ich bekam die Rolle der Ansagerin. Ja, und wie war das dann? Ja, Moment, Ansagerin, aber du hast ja auch Sendungen moderiert. Ja, wir waren ja auch keine Ansagerin, das ist nur der althergebrachte Name, sondern Programmmoderatorinnen. Ja. Ja? Das ist der feine Unterschied und wahrscheinlich, das lief alles so parallel. Ich habe auch Unterhaltungssendungen moderiert, aber zwischendurch halt auch immer wieder Ansagen gemacht. Sag mal, Fotomodell, da ist es ja nicht zwangsläufig unbedingt erforderlich, dass man moderieren kann, dass man gut sprechen kann. Hast du da eine Ausbildung gemacht dazu? Ja. Also in Richtung Fernsehen? Ja, also als ich beschlossen habe, Fotomodell ist jetzt nichts mehr. Ich war sowieso immer nur von den Kleinen eine der Größten. Also es hat nie für Topmodel gereicht, sondern es war mehr Topfmodel. Was willst du jetzt hören? Was Nettes. Naja, und dann habe ich okay, gedacht, was Nettes? Ich widerspreche dir. Ich widerspreche dir. Du widersprichst ja, ich widerspreche dir als Topmodel, sondern ich bleibe beim Topmodel. Ja, für Mode hat es nie so ganz gereicht. Ja, die müssen so 1,80 und was weiß gerne. Ich. Es ist halt besser auf Länge. Ja. Ja. Und dann wollte ich zum Radio gehen. Und das beim Radio musste man natürlich eine Ausbildung haben, eine Sprechausbildung, sodass du prima vista reden konntest. Also einen Text, den du gar nicht kennst, einfach so vorlesen, dass andere ihn verstehen, auch wenn du ihn selbst nicht verstehst. Und wir machen eine kleine Hafenrundfahrt hier und schauen uns die schönen Schiffe an. Okay, du willst mich unterbrechen. Nein, jetzt muss ich unterbrechen, weil jetzt gibt es gleich zwei Hups. Die haben da im Hafen überall diese Schwelle eingebaut, ja, die diese Bank. Dich. Die ja? kennen dich. Die wollen Engländer, nicht, dass du hier durchstürzt. Ja, also klar, die haben Angst, dass die zu rasen, die Leute. Die Engländer sagen dazu Sleeping Policeman. Ja. Passt auch hier irgendwie. Ja. Okay, also ich habe dich unterbrochen, alte Moderatorenkrankheit, aber jetzt bist du wieder dran. Okay, wo war ich stehen geblieben? Das sage ich dir nicht, das musst du schon wissen. Du hast mir nicht zugehört. Du bist stehen geblieben bei 1,80, aber weniger. Nee, ich war schon weiter. Ich war schon bei Radiomoderatorin. Ach, also da brauchst du eine Ausbildung. Also ich habe eine Sprechausbildung, Rhetorikausbildung. Und dann habe ich mich beworben beim HR und bin durch die Prüfung erstmal durchgefallen, weil ich vor lauter Aufregung ist immer mein Thema, habe ich Homer gesagt anstelle von Homer. Nein, umgekehrt! Okay, jetzt geht's los, ja. Also das lässt ja tief blicken. Was ist jetzt? Nicht Homo. Also griechisch ist Homer und Homer, naja, das kann man noch anders interpretieren. Wie auch immer, ich habe es verwechselt in meiner Aufregung, so wie jetzt auch. Mhm. Ne? Lampenfieber ist immer dabei. Und dann haben sie gesagt, ach, kommen Sie im halben Jahr wieder. Und in diesem halben Jahr habe ich dann irgendwie Kontakte zum Fernsehen gehabt. Und beim Fernsehen geht es einfacher. Da kann man sich irgendwie netter versprechen. Da kann man das weglächeln. Ja, wirklich, das ist gut. Das ist mir ganz gut gelungen. Und da haben sie mich dann genommen. So, da haben sie dich genommen. Und dann hast du die eine oder andere Station mal durchlaufen. Und dann bist du eben
zu dem Lottofee-Gesicht geworden schlechthin. Mittwochslotto, wie viel sind denn? Hunderte insgesamt. So. Sag mal, da gibt's ja so ganz beknackte Verschwörungstheoretiker, die dann eben, kann man ja alle mal lesen, die dann eben sagen, na ja, also die Lottofee, die weiß doch sowieso die Zahlen von vornherein schon mal. Ist dir sowas auch schon leider mal begegnet? Nicht. Ja, natürlich, leider nicht. Ich wüsste, ja, was sagen die Leute, ich hätte so gerne, wenn dir die sowas, Zahlen gewusst. Wenn die einer, rufen die dich an und sagen und beschweren Nein, sich? Nein, rufen nicht an, aber wenn du Menschen auf der Straße triffst, dann fragen sie immer, sagen sie mir doch mal die Zahlen von der nächsten Ziehung und so weiter. Ich wüsste sie ja gerne selber. Und mein Mindestmaß an krimineller Energie würde auch ausreichen, das da zu spielen. Ja? Aber ich weiß sie nicht und die Maschinen wissen es ja auch nicht. Es ist wirklich ganz großer Zufall. Nee. So, aber es gibt ja auch unter Anführungszeichen normale Leute, nicht nur diese Verschwörungsheinis, die dann eben 10 Millionen gewinnen, was weiß ich wie viel. Hat dich schon mal einer danach angerufen und gesagt, in deiner Sendung habe ich 10 Millionen gewonnen, jetzt gutes Feeling, ich möchte dich heiraten. Nee, weder das eine noch das andere. Also die meisten, die gewonnen haben, bleiben ganz still und das ist auch vernünftig. Und angerufen oder bedankt, fragen immer viele Leute, hat sich noch keiner. Also ich habe auch nie einen, doch einen Millionär habe ich kennengelernt, weil der, ich den quasi persönlich zu einer Million, also Moment, ich formuliere neu. Ich war auf dem Schiff und sollte ein Los ziehen und das war zwar auch von Lotto gesponsert und dieses Los war 1 Million und da konnte ich dann persönlich die Hand schütteln. Ja. So, aber jetzt kommt das Aber. Es gab ja mal einen Riesenskandal. Ein technisches Problem ist aufgetaucht mit den Kugeln. Das war nicht einwandfrei. Was ist da passiert? Ja, da ist gar nichts passiert. Also vor allen Dingen, ich hatte keine Schuld. Das möchte ich hier an dieser Stelle nochmal ganz deutlich sagen. Und es ist auch nicht der Grund gewesen. An alle Verschwörungstheoretiker, sie kann nichts dazu. Es ist auch nicht der Grund gewesen, weshalb die Lottoziehung abgesetzt wurde. Das war schon vorher klar, dass die abgesetzt wird. Ja, Moment, die Live-Sendung wurde abgesetzt. Das, genau. Und genau. Nachher? Und da ist also, was ist passiert? Eine Kugel hängen geblieben im Schacht und das hat keiner gemerkt. Also ich konnte es sowieso nicht merken, weil ich ja mit dem Gesicht zur Kamera stehe. Mhm. Aber das sogenannte Ziehungsteam, also das besteht ja aus Rechtsanwälten und Pipapo, ja, die haben auch vor sich hingeträumt und haben es auch nicht gesehen. Die hätten genau hingucken müssen. Aber vielleicht waren die auch schon älter und konnten nicht mehr so gut gucken. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das war der Grund. Und somit musste also die ganze Ziehung neu gemacht werden. Ja, also das sind 1 oder 2 Kugeln, glaube ich, auch zu erinnern. Eine Kugel ist hängen geblieben. Das heißt, da haben sich schon ein paar Leute gefreut darüber. Ja, das ist ein Schicksal. Ich habe die Zahlen ja auch ernsthaft vorgelesen. Ach, du Schande. Ja, ich stand da mit meinem guten Namen. Ach, du Schande. Und, und wie lange hat es gedauert, bis es erkannt wurde? Kurz vor Ende der Ziehung kam dann jemand und sagte, das ist nicht korrekt. Also im Prinzip unmittelbar danach. Ja, es war wirklich, man hatte das Gefühl, das ist eine vollständige Ziehung und dann hieß es aber April, also furchtbar. Also stell dir mal vor, du hast alle Zahlen und denkst, yippie, ja. Und ja, okay. Heike, okay, ZDF, Lotto, aber du hast etwas, was sicherlich die wenigsten Zuschauer wissen. Du hast auch noch was anderes gemacht. Du warst, Respekt, du warst Lehrerin in einer Sonderschule für schwer lernbehinderte Kinder. Mhm. Was hast du dort unterrichtet? Sport. Erzähl ein bisschen was dazu. Man glaubt es nicht, Handarbeit. Was heißt das? Wie verstehe ich das? Handarbeit, weißt du nicht, so stricken. Ja, so stricken, aber das hat ja mit Sport nichts zu tun. Nein, aber das waren so die Fächer, die zusammengehörten. Also quasi mehr so was Körperliches. Ich kann mich noch von damals erinnern, du hast mir irgendwann mal gesagt, du hast ja auch Gymnastiklehrerin gelernt. Ja, ich bin da nicht als Laie hin und habe Kinder unterrichtet, sondern ich habe das vorher schon gelernt. Also, ich habe eine Ausbildung zur Gymnastiklehrerin. Und Sportlehrerin und habe ich denen die Rolle vorwärts in den Handstand beigebracht. Ja. Gibt es spezielle Programme im Gymnastik- und im Sportbereich, die eben für
lernbehinderte Kinder besonders geeignet sind. Also im Klartext, gibt es irgendetwas, damit die sich besser konzentrieren können oder damit eben diese Lernbehinderung irgendwie konterkariert oder verbessert wird? Naja, man muss einmal sagen, es ist ein paar Jahrzehnte her. Ja, inzwischen wird es das hoffentlich geben. Aber grundsätzlich ist natürlich jede Form von körperlicher Bewegung ein gutes Ventil für Kinder, die es im Lernen nicht so einfach haben. Wenn sie dann dafür einfach die Rolle vorwärts oder einen Handstand hinkriegen, ist das ein Erfolgserlebnis und das ist beglückend. Und wenn sie dann beim Rechnen etwas langsamer sind, kann man das irgendwie kompensieren. Also das ist der Vorteil dabei bei Sport. Und Sport ist sowieso immer für alles ja, das Beste. Bitte überholen, danke schön. Sag mal, hast du ja eigentlich auch die Heizung an? Nein, aber es ist wir kommen, schön mollig. Ja, es ist schön warm. Ja, wir sind in Deutschland, schneit's. Bei uns im Taunus, da gab es ja in diesen Tagen ein Wetterchaos, ein Schneechaos. Ich verfolge das von hier und hier haben wir 20 Grad. Ja, schön. Das ist nicht verkehrt. Heike. Ist auch nicht gerecht, aber naja. Das Leben Heike. Ist so. Bewegtes Leben, muss man schon sagen. Chapeau, das was du mit und in der Sonderschule gemacht hast. Aber bewegtes Leben kann man auch anders definieren. Du hast ein bewegtes Privatleben auch. Ja, ja, jetzt schmunzelt sie schon. Bewegtes Privatleben. Unsere liebe Heike war, das möchte ich jetzt nicht irgendwie bewerten, sondern nur mal so sagen. Bitte, ja. Ja, ja ich sag keine. So, war 4-mal verheiratet. Das heißt, du hast 4 Ehemänner verschlissen. Nee, denen geht's gut. Moment, ja, okay. Denen geht's gut. Aber was lief denn da immer schief? Fangen wir bei Nummer 1 an. Also das muss jetzt raus. Also, das muss nee, jetzt mal raus. Es ist folgendermaßen. Ich habe mir das schon mal so überlegt. Beim ersten Mal war ich definitiv zu jung. Also ich war... Was heißt das zu jung? 21 Grad. Ja, ja. Gut. Und mein damaliger Mann war Pilot, oder ja, war, muss er jetzt immer alles mit wahr sagen, war Pilot und wir wollten zusammen fliegen und haben uns überlegt, adoptieren ist zu kompliziert, also heiraten ist einfacher. Ja? Weil damals musste man bei Lufthansa noch verheiratet sein, um mit einem Mann zu fliegen oder mit einem Partner zu fliegen. Beim zweiten Was halt mitzufliegen und um die Prozente zu kriegen, das meinst du? Ja, oder, ja, genau, ja klar. Genau, sonst. Also, man ja, ja, kann klar. sich das ja also, aus wirtschaftlichen Gründen. Ja, wer kann sich das denn leisten, nur rund um die Welt zu fliegen? Und adoptieren muss ich jetzt natürlich auch einordnen. Ihr wolltet kein Kind adoptieren, sondern er wollte vielleicht dich adoptieren, ja, das war die damit Überlegung. Du mit Prozenten. Ja, genau. Ja, das ist clever, damit es kein Missverständnis gibt. Ja, und okay, und weiter. Ja, heiraten ja, und? Ist einfacher. Und beim zweiten Mann, muss ich sagen, habe ich mich geirrt. Also, ich habe mich in mir selbst geirrt. Ich habe gedacht, ich wäre zufrieden als Frau an der Seite eines erfolgreichen Mannes. War ich aber nicht, sondern ich... Darf man wissen, was der vom Beruf war? Der war Marketingdirektor, ja. Ja, ja gut. Und dann habe ich auch festgestellt, ich wollte selber was machen. Und das hat nicht mehr zusammengepasst. Und das war noch vor deiner ZDF-Zeit? Ja, 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 genau. Da also, warst du auch noch so jung. Das heißt, mit dem Piloten warst du kurz. Mein Leben lang bin ich jung, also, ja. Na also, heute bist du froh darüber, dass du immer zu jung bist. Okay, und bei der Nummer 3? Ja, bei der Nummer 3 ist ja was... durch die Presse fürchte, ja, genau. Da ist was Fürchterliches passiert. Na, was heißt fürchterlich? Muss man relativieren. Genau. Der hat dich betrogen. Ja, das ist ja nun Wie auch. Hast du es gemerkt? Ja, das war eine gewisse Komik, weil er ist Medienexperte gewesen zu dem Zeitpunkt und damals war das noch nicht so ausgereift mit dem Handy und er hat seine Geliebte anrufen wollen, ist aus Versehen auf die Wahlwiederholung gekommen und war dann bei mir gelandet. Naja, was hat er zu dir gesagt? Hallo, Sibylle oder sonst irgendetwas? Nee, nachdem wir uns was weiß ich, wie die hieß, ja. Nachdem wir uns vorher lang und breit und liebevoll verabschiedet haben und aufgelegt haben, kam dann die Wahlwiederholung und dann sagte er, Liebling, bestell doch schon mal die Pizza, ich bin gleich da. Und das habe ich nicht zusammengekriegt, beziehungsweise messerscharf und schnell geschlossen, da muss es jemand anderen geben. Weil du kein, weil du magst keine Pizza. Doch, ich mag schon Pizza, aber es war halt sehr ungewöhnlich. Ja? Naja, also... Ja, und dann, die Technik hat ihn verraten. Genau, und dann flog das auf und dann war natürlich großes Drama und Tränen und pipapo.
naja, also wie das halt so ist. Ich meine, es ist ja nichts Besonderes auf lange Sicht gesehen. Das passiert ja offensichtlich in jeder Beziehung mal hier also, oder da. Ja. Ist vielleicht nicht so spektakulär so. Und nicht so dauerhaft. Er hat es halt dauerhaft betrieben, dieses ja, Hobby. Ja? Auch nicht die feine englische Art. Okay, das war Nummer 3. Ja, und Nummer 4 ist eigentlich schon das Richtige gewesen für, ich sag mal, für meinen entwickelten Charakter inzwischen. Mhm. Und, aber er ist krank geworden und zwar an einer psychischen Krankheit, was sehr schwierig ist zu handeln für den Partner, also an einer bipolaren Störung. Mhm. Also in Richtung Depression. Ja, ja. Es ist vor allen Dingen zerbrochen an den manischen Phasen, wo er Dinge gemacht hat, die kein Mensch und die er vor allen Dingen nie hätte machen, Moment, die er nie gemacht hätte. Hätte, wenn er nicht in so einer Depressionsphase gewesen wäre. Nee, es war ja keine Depression, sondern manisch, da ist der Hirnstoffwechsel völlig durcheinander und man benimmt sich, als wäre man auf Koks und hat einen Realitätsverlust und hält sich für den Allergrößten. Sag mal, in dem Zusammenhang, da gibt es ja schauerhafte Geschichten, auch von dir. Du sollst ihn verprügelt haben, stimmt das? Okay, ich habe ihm eine Ohrfeige gegeben. Aber in jedem guten Film kommt das vor, oder? Naja, dann also, sehe ich nur schlechte Filme. Ich sehe sowas selten. Ehrlich, ich sehe dauernd, vor allen Dingen, ja, was guckst du dir denn an? Diese Anklage hörte, habe ich mal geguckt, ja. Überall gibt es eine Ohrfeige, wenn Männer sich daneben benehmen. Na gut, Kino ist Kino und Realität ist eben so. Naja. Ja, findest du jetzt, na gut, okay. Würde ich jetzt heute vielleicht auch nicht mehr machen, aber Was heißt vielleicht? Also vielleicht doch, ja? Vielleicht doch. Nee, jetzt möchte ich dich festhalten. Nein? Nee. Also nicht mehr handgreiflich für den Rest deines Lebens. Wenn jetzt Moment, da die Männerwelt zuguckt, die Nummer 5. Moment, die Nummer 5. Also Achtung, wenn es eine Nummer 5 geben sollte. Nummer sie hat gesagt, Krebs? Vielleicht. Was? Alles gut. Ja, hiermit sind wir bei der Nummer 5. Ist was in Planung? Nee, ich habe den Markt gecheckt. Den Markt gecheckt. Naja, man guckt ja rum. Wie du das sagst. Man trifft, man geht auch durchaus auf die entscheidenden Plattformen und guckt mal so, was da so im Angebot ist. Man trifft auch Menschen. Ich als Mann fühle mich so im Angebot. Das ist ja schrecklich, wie ich mich da fühlen muss. Im Angebot. Im Supermarkt, im Angebot. Also, naja, du kennst doch. Sag mir jetzt nein, nicht, dass das du klingt noch so nie, noch nie gewischt hast. Nein, das klingt nach so unruhig. Oder nach rechts? Ja, ich mach das nicht. Also deswegen weiß ich es nicht so genau. Ja, du gehst einfach abends in eine Bar und dann sitzen wunderschöne Frauen da und ja, die wische ich doch nicht nach links oder rechts, da gucke ich doch. Ja, was? Also ich weiß, du meinst, wenn du elektronisch am Gucken bist, ist genau. Mir schon klar. Okay, Heike, also du kannst es nicht ausschließen, ja? Oder du möchtest es nicht ausschließen, nein, dass es eine Nummer 5 gibt? Wir Menschen sind nicht dafür gemacht, alleine zu leben. Ja, also, ich bin bei dir. Ich finde ja? Schon, ein Partner bereichert in jeder Beziehung. Ja. Okay. Teilen verdoppelt den Spaß. Ich habe, liebe Heike, ich habe gehört, okay, teilen, man kann ja teilen mit wem man will, ich habe gehört, du könntest auch mit einer Frau teilen. Ja, es war auch nur über. Nein. Es war was hat ja oder nein? Ja, was? Ja, ich bin da wirklich. Hin und her hier ist, ja? Also, ich finde, man verliebt sich wirklich in einen Menschen und nicht in das Geschlecht. Naja, das ist eines. Du zwingst mich ja gerade. Ich weiß. Du zwingst mich, dich zu fragen, würdest du dich auch als bi definieren wollen? Gute Frage, gell? Jetzt sag mal was Richtiges. Ja, jetzt sag mal was Anständiges vor allen Dingen. Ich finde Frauen durchaus erotisch. Ich weiß nicht, ob das schon bi ist. Also es ist jetzt nicht so, dass also ich weiß das meine auch nicht, Präferenz, wie man das definieren soll, aber ich, das ist zumindest nah dran, wenn du Frauen erotisch findest. Ja, es gibt wunderschöne Frauen, die sehen auch meistens besser aus als die Männer. Ich muss es dir ganz offen sagen. Ja? Gut. Da bin ich bei dir. Und ich finde auch, sie halten sich irgendwie fitter. Also Männer ab einem bestimmten Alter geben gerne auf. Also sie lassen sich im Bauch wachsen. Du ja nicht, habe ich mir voll Freude festgestellt. Sie werden mental unbeweglich bzw. uninteressiert. Vielleicht waren sie nie besonders interessiert an anderen. Und man hat es nicht gemerkt früher. Genau. Ja. Es ist irgendwie. Hatte sich verspielt, aber
wenn man dann mit dem Wissen von heute, und ich finde, ich habe eigentlich einen ziemlich guten, gute Menschenkenntnis, wenn man dann da hinguckt, merkt man, das ist gar kein Interesse, das ist einfach nur Egomane oder es sind Egomanen. Ja. Du hast es selbst angesprochen. Thema Alter. Wir machen eine Retro-Tour. Ja. Retro. Wir dürfen auch über Älterwerden sprechen. Ja, wie gehst du denn, jetzt hast du schon geschildert, wie das ist mit den Männern, mit den Frauen älter werden. Wie gehst du denn persönlich, was dich betrifft, mit Älterwerden um? Ja, also ich halte es eigentlich auch nicht schwer. Es gibt nicht viel Gutes dabei, ja, am Älterwerden. Das einzig Gute ist die Gelassenheit oder die Entspanntheit, die sich einstellt, weil man die Dinge nicht mehr so wichtig oder manchmal vielleicht auch hysterisch wichtig nimmt. Ja? Man weiß, es hat alles seine Zeit und Älterwerden besteht nun wirklich aus Loslassen. Man muss immer wieder etwas loslassen. Okay. Du hast die moralische oder die zwischenmenschliche oder die philosophische Komponente angesprochen vom Älterwerden. Es gibt noch eine andere. Es gibt ja noch die visuelle Komponente zum Gucken. Wie gefällt mir? Machst du da was? Ja, ich gucke immerhin in den Spiegel. Ja, ja, also klar. Machst du da was? Was machst du, ja, damit du zufrieden so bist, wenn du dich in den Spiegel guckst? Also, was jetzt machst kommen du? Wir zu meinem Lieblingsthema. Sport ist ganz, ganz wichtig. Bewegung jeder Art, sowohl für Körper als auch für Geist. Und dann mache ich das, was fast alle machen. Ein bisschen Botox hier, ein bisschen Hyaluron da. Gut. Okay, ein bisschen Botox. Ja. Ja. Bisschen blonde Strähnchen hier, könnten mal wieder gemacht werden. Naja, ich sag halt nur ein bisschen Botox. Ich kenne mich da nicht so aus. Ich sehe es. Ja. Aber das ist doch so, du musst es dann lebensbegleitend eben weitermachen, ja? Hast du da nicht ein bisschen Angst davor? Nee, musst du nicht. Nee. Also du kannst immer gucken, wenn ich so machen kann, guck mal. Ja, kannst du gut machen. Aber mir ist es lieber, du lachst mich an, nicht so ernst angucken. Siehst du, genau das ist der Effekt. Also man hat ja so unwillkürliche Bewegungen im Gesicht. Das heißt, man runzelt die Stirn, wenn die Sonne scheint, kneift die Augen zusammen. Klar, so wie jetzt. Genau, und dann wird hier einfach dieser Muskel etwas gelähmt, der das macht, damit man sich das nicht angewöhnt. Also. Geständnis hat funktioniert, sie hat es zugegeben, Botox, bisschen Botox. Aber ja, damit, speziell aber in unserer Branche. Immer, ja, damit also, du nicht gelähmt, sondern lachen kannst, aber ja, nicht so böse guckst. Es machen ja wirklich wahnsinnig viele, alle, speziell in unserer Branche. Erzählen mir nichts, das machen klar. Alle. Ja, ja. Natürlich, nee, bis auf die ganz Heiligen, die machen es nicht. Gut. Es liegt aber auch vielleicht daran, dass man es bei manchen nicht sieht, denn man kann in gute Hände kommen oder man kann in schlechte Hände kommen. Ja, hat mir mal eine Kollegin von dir gesagt, die war dann im Gesicht eher unbekannt verzogen. So, naja, gibt's auch. Ja, okay. Es ist dann nicht so das Gelbe vom Ei. Heike. Ja, aber das Schöne dabei ist, das verspielt sich ja wieder. Also es wird ja abgebaut. Also Botox braucht ein halbes bis Jahr, je nachdem wie häufig du den Muskel benutzt. Und Hyaluron baut sich auch ab nach einer Weile. Also du meinst jetzt so diese... Den Lachmuskel, hoffe ich, benutzt du oft, sodass du... Das sieht so, man, da konnte auch so, kein Botox, dann öfter da konnte auch kein Botox machen. Also, okay. Heike. Die Falten bleiben. Thema älter werden, findet das jetzt auch ein wichtiges Kapitel in dem neuen Buch, das du gerade schreibst? Ja, natürlich. Ich habe ja jetzt eine andere Sicht auf die Dinge. Klar, älter werden, wie gesagt, ist nicht. Also was steht da drin in dem Buch? Das werde ich dir doch jetzt nicht sagen. Ach, mach doch einen Spoiler. Einen kleinen Spoiler. Na, es geht vor allem auch um die Bewältigung auch dieser verschiedenen Phasen und der Krankheit meines letzten Mannes. Mhm. Ja. Das hat schon eine Menge gefordert. Und es ist im Rückblick ist es wirklich so, dass ich... Ja, du warst auch sehr lang verheiratet mit ihm, ja. Ja, länger als mit allen anderen. Mhm. Ja, genau. Und das ist... Nein, ist ganz klar. Und das ist also ein Schwerpunkt in deinem Buch. Ja. Und dem entnehme ich. Ich will dich jetzt nicht weiter irgendwie dazu drängen, zu spoilern. Aber im Wesentlichen darf ich dem entnehmen, dass es sich also um eine Art Biografie oder Lebensbeichte kann man nicht sagen. Du hast ja nichts zu beichten. Nein. Nö. Also um Erkenntnisse aus deinem Leben. Erkenntnisse, ja. Ja, Erkenntnisse, unterhaltsam aufgemischt. Okay.
Weil es ist ja manchmal auch wirklich alles zum Lachen. Ja? Im Nachhinein muss man wirklich sehr oft lachen, auch bei Tragödien. Es hat ja immer alles eine gewisse Komik auch. Ja? Also nicht alles, aber sehr viele Dinge. Also kommt auf den Schauspieler an, ob ich bei einer Tragödie lachen muss. Speziell im zwischenmenschlichen Bereich ist es dann auch wieder komisch, wenn man sich das anguckt im Nachhinein, oder? Also speziell Jo Gröbel, das war komisch mit der Pizza. Das war ja schrecklich komisch eigentlich, wenn dadurch was auseinander geht. Aber andererseits, es ist ja nicht nur wegen dieser einen Geschichte, wie du gesagt hast, sondern wegen der Kontinuität des Betrügens. Heike, wenn jemand ein so spannendes, so facettenreiches Leben gelebt hat, was hast denn du noch auf der Bucketlist? Ich würde gerne noch mal so, es klingt doof, auf die Malediven, solange es sie noch gibt, dieses Buch zu Ende schreiben. Bitte gib mir Eingebung. Und ansonsten gesund bleiben und viel, viel lachen. Ja. Ist es zu wenig? Nein, das ist schön. Vor allem, also das mit dem Lachen, gesund bleiben, ist ganz klar. Ich stelle diese Frage mit der Bucketlist immer. Und natürlich sagen alle Gesprächspartner, ich würde es auch tun. Gesund bleiben. Es gibt kein höheres Gut. Da gibt es auch diesen Klassiker, der heißt, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Ja, und mein Lieblingssatz ist auch immer, gute Gesundheit und ein schlechtes Gedächtnis ist ein Ideal für glücklich sein. Das ist ein wunderbarer Schlusssatz. Danke. Ich danke dir. Es war schön, dass du hier warst. Und ich freue mich. Alles Gute. Danke.